Hallo und herzlich willkommen hier im Comicladen. Mein Name ist Marc und ich freue mich, dass ihr zu einer neuen Ausgabe der Comic Stage eingeschaltet habt. Heute bekommt ihr von mir die volle Marvel-Packung und es wird ganz schön feurig, denn wir haben erstmal die Infinity-Geschwister Thanos. Ziemlich cool, ein sehr geiler One-Shot von Jim Starlin, dem Erfinder von Thanos. Außerdem, feurig habe ich gesagt, feurig wird's auch, haben wir von Panini in einem Sammelband zusammengefasst, die Phoenix Warsong und Phoenix Endsong Stories, was ganz geil ist, auch wenn nicht beide Geschichten gleich gut sind, aber dazu gleich mehr. Und last but not least haben wir noch Phoenix Resurrection. Ein passender Titel für ein Tier, das bekannt dafür ist, immer wieder mal aufzustehen. So auch in dieser Ausgabe. Jean Grey ist wieder da und es wird hot, hot, hot. Ja, in diesem Sinne, mit dieser saublöden Überleitung gehen wir jetzt ganz schnell in betretenes Schweigen über und dann ins Intro und dann in die Comic Stage. Beginnen wir mit dem wahnsinnigen Titanen, mit dem guten alten Thanos von Jim Starlin erfunden, der im kleinen One-Shot die Infinity-Geschwister ein aufregendes Abenteuer erlebt. Tatsächlich geht es aber gar nicht so sehr um das markante lila Kinn, auch wenn wir ihn zu Beginn der Story eigentlich endlich mal glücklich zusammen mit Mistress Death im Reich des Todes erleben und er es eigentlich ganz zufrieden ist und gelangweilt und deswegen muss er halt was unternehmen. Das, was er da unternimmt, wird seine Wege mit Kang, dem Eroberer, kreuzen lassen. Einen krassen, zeitreisenden Schurken, denn schon, der schon so allerlei Unheil im Marvel-Universum verbreitet hat. Hauptsächlich tatsächlich, geht das allerdings in dieser Geschichte um den Bruder von Thanos, nämlich Star Fox, auch ganz gerne Eros genannt. Im Grunde ja fast schon ein Elder of the Universe oder ich glaube sogar ziemlich de facto. Der im Thanos Megaband, im Thanos Windsrun von Jeff Lemire, kriegt er von diesen drei Schwestern, dem Astral Coven, ziemlich böse auf den Sack. Aber andere Story, anderes Video, andere Zeit dafür. Wer wissen will, wer diese super krassen Hexen der Astral Coven sind, dem verlinke ich hier oben die 10 stärksten Marvel-Charaktere. Sehr flüssig gesagt, aber das ist mein Video, in dem auch der Astral Coven vorkommt. Jedenfalls ist es hier so, dass sich die Wege, das war jetzt eine schwierige Geburt, Mann, wow, dass sich die Wege von Thanos, Star Fox und auch Kang auf einem kleinen Planeten kreuzen, auf dem drei verschiedene Rassen um die Vorherrschaft kämpfen. Ich will quasi gar nicht viel mehr dazu verraten, denn das Ganze hat dann, wenn Kang involviert ist, genau wie bei Cable, dann weißt du immer schon so, alles klar, gibt irgendwie Zeitreisen. Das spielt hier auch eine Rolle und diese Charaktere spielen so eine Art Hasch-mich-versteck-mich miteinander, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Vornehmlich scheint es darum zu gehen, eine mega krasse zukünftige Version von Thanos aufzuhalten, die quasi dafür sorgt, dass das Universum mal wieder in Schutt und Asche gelegt wird. Wenn Thanos auftaucht, dann wird halt geklotzt und nicht gekleckert. Hat mir persönlich wirklich Spaß gemacht. Ich sage das nicht nur so, weil ich alle drei Bände kostenlos als Rezensionsexemplare erhalten habe, es sei hiermit darauf hingewiesen, sondern ich sage das, weil es einfach so ist. Es ist kein allzu dicker Band. Was kostet das Ding denn? Es kostet 14 Euro. Das ist, finde ich, okay für so ein kleines Softcover. Hat man mal eine coole Story, kann man auf jeden Fall mal jemandem in die Hand drücken und der sagt, Mensch, Thanos finde ich gut, muss jetzt aber keine fette Ongoing Series mehr kaufen dafür. So, nutze ich doch mal die elegante Profilansicht. Hey, hallo, na, how are you doing? Okay, außerdem haben wir da noch Phoenix Resurrection. Ja, es ist soweit, Jean Grey ist mal wieder da und es ist von Matthew Rosenberg, das schon mal gut. Der gute Mann macht momentan auch den Punisher Run, der mir ausnehmend gut gefällt, wo ich noch auf US-Stand bin. Allerdings löse ich meine US-Abos gerade alle auf, aber ja, darüber reden wir vielleicht mal nächste oder übernächste Woche in einem kleinen Live-Strömchen. In dieser Story jedenfalls, ich kann gar nicht so viel sagen. Also es ist so, die Storyline ist so, dass wir eine Person, die für uns offensichtlich Jean ist, treffen und sie ist einfach ganz normal in so einem kleinen Wüstenvorort in den Staaten, also in Nevada oder so irgendwo, ist sie einfach so eine Kellnerin in so einer typischen Road-Diner. Ja, die kennt ihr, wo dann so Trucker drin sitzen und so oder auch mal Jason Bourne, aber jedenfalls arbeitet sie dort und bringt halt irgendwie Fritten und Kaffee und niemand klopft ihr jemals auf den Hintern. Da seht ihr schon, dass es eine erfundene Geschichte ist, ja. Und irgendwas ist halt komisch. Ihr begegnen ständig Leute, die man eigentlich kennt, die in der einen oder anderen Form wie bekannte Superhelden, eben vornehmlich X-Men aus ihrem damaligen Leben vorkommen. Und für die echten X-Men draußen ist aber auch was komisch. Also die bemerken ebenfalls eigenartige Vorfälle überall, krasse Unfälle.
und bemerken halt diese einzigartige kosmische Signatur des Phönix. Dementsprechend rotten die sich zusammen, um der Sache auf den Grund zu gehen, während drinnen Jean Grey versucht, ihren komischen, neuen, seltsamen, ich weiß nicht, Twilight Zone-Leben irgendwie auf den Grund zu gehen. Das Ganze trifft sich und wie man weiß, wenn die X-Men und Jean Grey und der Phönix involviert sind, dann geht es meistens zur Sache. So auch hier. Es ist deshalb cool, weil es ganz gut in die Marvel Legacy Geschichte passt. Es ist noch nicht unter dem Legacy Label, aber es, oder sind die einzelnen Hefte unter dem Legacy Label? Ich gucke mal gerade, hier haben wir, hier habt ihr mal so ein Variant-Cover zum Beispiel. Sieht doch eigentlich ganz geil aus. Ja. Ja, scheint mir dann jetzt noch nicht im Legacy-Kanon zu sein, sollte es aber, denn es führt halt eben Jean Grey wieder ein und die gehört nun mal zu den Legacy-Helden. So, dann haben wir, last but not least, noch X-Men Phönix. Und hier haben wir die Stories Warsong und Endsong drin. Darauf will ich jetzt gar nicht übermäßig viel eingehen, außer vielleicht halt, dass ich persönlich in Phönix Endsong, das wird von Greg Land gezeichnet. Und Greg Land zeichnet einfach so überkrass. Also er zeichnet halt auch immer recht schöne Frauen. Das hier sind die Stepford Cuckoos zum Beispiel. Der zeichnet so überkrass einfach. Ich finde das total heftig, was der Mann kann. Es wird ihm ja oft vorgeworfen, dass er dafür in der Charakterdarstellung nicht so stark ist, weil er quasi in seinen anderen Serien, die er gemacht hat, sehen halt dann quasi die Frauen genauso aus. Aber naja, solange sie alle so aussehen wie Emma Frost hier, kann man doch dann vor allem als männlicher Leser auch nicht schimpfen. Ansonsten ist die Storyline selber, vielleicht habt ihr nicht im Hintergrund gehört, das war meine Frau, ich weiß nicht, sorry. Auf jeden Fall ist die Story von Endsong ja im Grunde, dass eben mal wieder besagte Dame, hier habe ich nochmal ein schönes Bild von euch, dass eben besagte Dame wieder da ist und im Reich der Lebenden fröhlich vor sich hinwandelt. Da ist dann auch noch Quentin Quire mit dran beteiligt, die Stepford Cuckoos mit dran beteiligt. Und es endet auch nicht gut für niemanden. Es ist aber nicht die offizielle Rückkehr des Phönix. Genauso wenig wie das Ganze in Warsong der Fall ist. Hier geht es darum, um die wahren Ursprünge der Stepford Cuckoos und was die mit Emma Frost zu tun haben. Habe ich eigentlich vorher irgendwann Emma Stone gesagt, hat Emma Frost? Naja, jedenfalls geht es um die Rückkehr des Phönix mal wieder und darum, wie es dazu kommt später, dass die Stepford Cuckoos, diese mächtigen Telepathen, eigentlich nie die 5-in-1 und auch nicht die 3-in-1 waren, sondern eigentlich die 1000-in-1. Ist eine ganz coole Story, auch wenn es natürlich zeichnerisch nicht Greg Land-Niveau ist, aber es ist trotzdem eine ganz coole Geschichte aus dem klassischen X-Men-Kanon. Und wer Bock hat, sich ein bisschen was aus der Backstory der X-Men drauf zu schaffen, ist hier nicht falsch. Damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Comic-Stage. Ich freue mich brutal, dass ihr dabei wart. Haut mir in die Kommentare, ob euch diese Comics gefallen, ob ihr euch vorstellen könnt, die eure Sammlung hinzuzufügen oder ob ihr sie schon vor Jahr und Tag gelesen habt und sagt, Mensch, ja, fand ich ganz geil oder halt auch nicht. Eure Meinung auf jeden Fall hier unten in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder auch, ihr könnt ja auch liken und unliken und wieder liken. So habt ihr was zu tun. Und ein Amo macht klug und sexy, habe ich gehört. Also noch mehr als eh schon bei meiner Mega-Community der Fall ist. Ich hab euch alle lieb. Ach, schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Marc. Passt auf euch auf und auf Wiedersehen.